Ja, als Geschäftsführer der Kulturstiftung der Deutschen Vertriebenen für Wissenschaft und Forschung möchte ich Sie alle herzlich zu unserem heutigen Online-Vortrag, nämlich der Vorstellung des Projekts der Deutschen Forschungsgemeinschaft, DFG, Hybrid-Edition der deutschsprachigen Werke des Martin Opitz begrüßen. Ganz besonders an erster Stelle natürlich begrüßen unsere heutige Referentin, Frau Isabel Janssen, Doktorandin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Seminar der Eberhard-Karls-Universität Tübingen, die federführend dieses Forschungsprojekt betreibt. Und wir freuen uns sehr und vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie bei unserem Nachwuchsnetzwerk mitmachen und dass Sie heute Ihr Forschungsprojekt vorstellen. Ganz besonders herzlich möchte ich auch begrüßen Herrn Professor Dr. Jörg Robert, den Lehrstuhlinhaber für Literaturgeschichte der frühen Neuzeit, und natürlich auch alle Kollegen am Lehrstuhl und die Kollegen von der Frau Janssen und auch alle Mitglieder unseres Nachwuchsnetzwerkes hier bei Zoom und alle Zuschauer, die hier das im Livestream bei YouTube verfolgen können. Vielleicht für die Zuschauer bei YouTube ganz kurz. Wir als Kulturstiftung der Deutschen Vertriebenen für Wissenschaft und Forschung haben uns 2020 zum Ziel gesetzt, jungen Menschen, jungen Nachwuchswissenschaftlern, seien es Doktoranden, sei es Postdocs, aber sei es auch Studenten im höheren Semester miteinander zu vernetzen, ins Gespräch zu bringen, eine Plattform zu gründen, wo diese Plattform Junge Wissenschaft West-Ost daraufhin entstanden ist. Es freut mich sehr, dass mittlerweile dieses Nachwuchsnetzwerk Junge Wissenschaft auf circa 30 Personen angestiegen ist. Und ich denke, es werden auch immer mehr dazukommen. Unser Anspruch ist es, dass dieses Netzwerk sich immer weiter ausweitet, dass wir auch junge Menschen, junge Nachwuchswissenschaftlern aus den Ländern des östlichen Europas und den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion gewinnen können, daran teilzunehmen. Und auch alle jungen Nachwuchswissenschaftler, die jetzt vielleicht dies bei YouTube verfolgen, nehmen Sie gerne mit den Herrn Lempert, der federführend für die Kulturstiftung dieses Projekt betreut, Kontakt auf und schnuppern Sie einfach mal hinein in unser Netzwerk. Es wird ganz, ganz tolle Arbeit geleistet und ich freue mich ganz persönlich mit anzusehen, wie junge Menschen zusammenfinden, die ein gemeinsames wissenschaftliches Interesse teilen. In diesem Sinne möchte ich es auch schon belassen und jetzt das Wort übergeben an unseren wissenschaftlichen Referenten für Staats- und Völkerrecht, Geschichte, Zeitgeschichte und Literaturgeschichte, Herrn Matthias Lempert. Vielen Dank. Ich hoffe, Sie hören mich alle sehr gut. Frau Janssen, ich begrüße vor allem Sie ganz herzlich, also unsere heutige Referentin und auch alle Teilnehmer, sowohl die Kollegen, Kolleginnen aus vom Lehrstuhl für neuere deutsche Literaturgeschichte in Tübingen, als auch die Mitglieder unseres Netzwerkes. Ja, ich werde das ganz kurz machen, weil wir einfach gleich zum Vortrag übergehen wollen. Ich möchte Frau Janssen kurz vorstellen. Frau Janssen hat in Tübingen studiert, im Bachelorstudiengang Germanistik und Soziologie und im Masterstudiengang Deutsche Literatur. Sie ist Doktorandin am Institut und zurzeit auch Mitarbeiterin an einem sehr wichtigen Projekt, in meinen Augen an einem sehr wichtigen Projekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Über das Projekt wird Frau Janssen selbst gleich sprechen, daher schweige ich drüber. Frau Janssen ediert nicht nur Werke von Martin Opitz, sondern Martin Opitz ist auch das Thema Ihrer Dissertation, und zwar der Arbeitstitel lautet, wenn ich hier kurz zitieren darf, Erzählen, Wissen, Übersetzen, Martin Opitz und der europäische Roman, Argenis Schäferei Arcadia. Und Frau
Frau Janssen hat schon mal angedeutet, dass wir können uns schon darauf mal freuen, ja, können schon mal darauf freuen, dass sie auch zukünftig ihr Dissertationsprojekt vorstellen möchte. Dann aber lassen Sie damit Zeit. Zuerst natürlich ist Ihre Dissertation viel wichtiger. Ja, ganz kurz zu Frau Janssen. Wenn ich was falsch gesagt habe, bitte korrigieren Sie mich. Das ist sehr gerne. Korrekt. Oh, dann freue ich mich. Das ist die erste Prüfung bestanden. Ja, und heute ist der Held unseres heutigen Abends ist Martin Opitz. Und Martin Opitz ist für uns eine besondere Gestalt, auch weil er aus diesen Gebieten stammt und in diesen Gebieten wirkte, für deren Kulturerbe wir uns einsetzen und besonders interessieren. Also Martin Opitz ist ein Schlesier, so wie ich, und ist in Bunzlau geboren und aufgewachsen, Bunzlau, dieser berühmten Stadt, Bunzlauer Keramik, das kennen Sie wahrscheinlich. Dann ist er, also bis zum 17. Lebensjahr war er in Bunzlau, dann ist er an die höheren Schulen gegangen, nach Breslau und nach Beuthen an der Oder. So Beuthen an der Oder, nicht zu verwechseln mit dem großen Industrieort Beuthen, Oberschlesien. Dann hat er sehr viele Reisen gemacht, unter anderem in Heidelberg studiert, war auch in Siebenbürgen tätig und seine letzten Lebensjahre hat er in Danzig verbracht. Und in Danzig ist er dann auch gestorben, in einem sehr jungen Alter von 41 Jahren und ist in der berühmten Marienkirche, in der berühmten Danziger Marienkirche auch begraben. Und seine Grabplatte ist auch bis heute erhalten geblieben. So ein bisschen nur zu dem Hintergrund von Martin Opitz, dass uns jetzt unsere Kulturstiftung, unsere Kulturstiftung besonders interessiert. Und ich übergebe jetzt einfach das Wort an Frau Janssen. Dankeschön. Vielen Dank für die freundliche Vorstellung. Ich würde dann jetzt mal meinen Bildschirm teilen. Ich habe eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet, die Sie nun hoffentlich sehen. Ja? Ich höre keinen Widerspruch, deshalb nehme ich Sie das. Sie sehen es alles sehr gut. Vielen Dank, ja. Sehr gut. Gut, also nochmal herzlichen Dank für Ihr Interesse an unserem Projekt und für die Gelegenheit, dieses Projekt hier heute vorstellen zu dürfen. Es geht, wie eben bereits gesagt, um das Editionsprojekt Hybrid-Edition der deutschsprachigen Werke des Martin Opitz. In diesem Projekt bin ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig und es wird seit 2018 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft an den Standorten Tübingen und Wolfenbüttel gefördert. Zunächst werde ich Ihnen einige Eckdaten zu unserem Autor und der Projektgenese und Konstellation vorstellen. Im Anschluss möchte ich Ihnen dann einen konkreten Einblick in die aktuelle Arbeit am 6. Band unserer Edition geben, die wir derzeit in Tübingen vorbereiten. Abschließend möchte ich Ihnen außerdem in aller Kürze die digitale Komponente unserer Edition präsentieren, die gegenwärtig von meiner Kollegin Daniela Schulz und den Projekthilfskräften an der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel erarbeitet wird. Genau. Sekunde. So, Entschuldigung. Hier sehen Sie noch einmal die Gliederung. Und damit steige ich ein. Martin Opitz, Werk und Wirken. Martin Opitz war ein frühneuzeitlicher Dichter, der am 23. Dezember 1597 als Sohn eines Fleischermeisters im schlesischen Bunzlau geboren wurde. Dort genoss er eine humanistische Ausbildung am Maria-Magdalenen-Gymnasium. Später besuchte er außerdem das akademische Gymnasium in Beuthen. Ab 1619 studierte er verschiedene Fächer an der Roberto-Carola-Universität in Heidelberg, wo er Bekanntschaft mit zahlreichen Schlüsselfiguren seiner Zeit machte, darunter etwa den Universalgelehrten Georg Michael Lingelsheim und Jan Gruter sowie der deutsche Philologe Matthias Bernegger, der vor allem in Straßburg wirkte. Die sich Heidelberg nähernden Unruhen des Dreißigjährigen Krieges zwangen Opitz jedoch bereits ein Jahr nach Beginn seines Studiums zur Flucht. Sein Weg führte ihn in das niederländische Leiden, wo er Kontakte unter anderem mit dem Universitätsprofessor Josef Justus Scaliger und dem Dichter Daniel Heinsius knüpfte. Wenige Monate später zog Opitz schließlich weiter in das dänische Jütland und verfasste mit den Trostgedichten in Wiederfertigkeit des Krieges eines seiner ersten Hauptwerke, das jedoch für über eine Dekade unpubliziert bleiben sollte. Nachdem er sich in Schlesien erfolglos um eine Anstellung bei dem schlesischen Piastenherzog Georg Rudolf von Liegnitz bemüht hatte, übernahm er für 2 Jahre
von 1622 bis 1623 ein Lehramt am Gymnasium Weißenburg in Siebenbürgen. 1623 kehrte Opitz in seine Heimat Schlesien zurück, zunächst ohne feste Anstellung pendelnd zwischen Liegnitz und Breslau. 1624, circa ein Jahr später, trat Opitz schließlich doch als Hofrat in den Dienst des protestantisch-gläubigen Piastenherzogs Georg Rudolf von Liegnitz. Im selben Jahr gelang ihm außerdem der Durchbruch als Dichter mit seiner poetologischen Schrift Buch von der deutschen Poeterei, mit dem er der volkssprachlichen Dichtung zum Durchbruch verhalf. Mit der Poeterei verfasste er die erste deutsche Regelpoetik. Er gilt daher als Begründer der deutschsprachigen Nationalliteratur bzw. als Vater der deutschen Dichtkunst. Ein Jahr später, im Zuge einer diplomatischen Reise nach Wien, wurde Opitz dann auch vom Kaiser selbst die Dichterkrone zugesprochen. Auf derselben Reise begegnete Opitz mutmaßlich auch dem katholisch gläubigen Burggraf Karl Hannibal von Dohna, der einige Jahre später für seinen unbarmherzigen Umgang mit den protestantischen Bevölkerungsgruppen bekannt wurde. Im Jahr 1626 trat Opitz in die Dienste Dohnas und wechselte damit politisch und konfessionell die Seiten. In seiner Funktion als Sekretär trat Opitz, inzwischen nobilitiert, zahlreiche Reisen unter anderem nach Berlin, Prag, Warschau oder Dresden an. Zentral für Opitz Werk und Wirken war vor allem eine diplomatische Mission in Paris um 1630, im Zuge dessen er dem niederländischen Gelehrten und Dichter Hugo Grotius begegnete, dessen Bewies von den wahren Gottesdienst er bereits im nächsten Jahr in deutscher Übersetzung publizierte. Als sich die Kriegssituation in Dohnas Herrschaftsgebiet 1632 deutlich verschärfte, kehrte Opitz in den Dienst der schlesischen Piastenherzöge Georg Rudolf von Liegnitz und Johann Christian von Brieg zurück, die sich zu dieser Zeit in Torun aufhielten. Mit dem Ende der Anstellung 1635 siedelte Opitz nach Danzig über, wo er bald als Sekretär und Hofhistoriograf in den Dienst des polnisch-litauischen Königs Władysław IV. Wasa trat. Am 20. August 1639 verstarb Opitz schließlich in Danzig an der Pest. Martin Opitz war einer der einflussreichsten deutschsprachigen Dichter des 17. Jahrhunderts und sein Œuvre zeichnet sich vor allem durch seine große Vielfalt aus. Es umfasst deutsche Übertragungen verschiedenster Textsorten aus 5 europäischen Sprachen, Niederländisch, Französisch, Italienisch, Griechisch und Lateinisch, sowie hunderte eigene Gedichte, darunter auch zahlreiche Gelegenheitsdichtungen und wissenschaftliche Abhandlungen. Er verfasste und übertrug sowohl lyrische Kleinformen, zum Beispiel Epigramme und Sonette, als auch umfangreiche Lehrgedichte, zum Beispiel den Vesuvius, Dramen, zum Beispiel die erste deutsche Übersetzung von Sophokles' Antigone, Opern, da wären zu nennen zum Beispiel Daphne oder Judith, und Romane, zum Beispiel John Barclays' Agenes. Diese Formenvielfalt der Opitzschen Dichtung fordert uns als Editoren natürlich immer wieder aufs Neue heraus, etwa bei der Edition der historischen Noten von Opitz' Psalmenübersetzung oder bei der Edition der von Opitz überarbeiteten Gedichtsammlung Theatrum Tragicum, die eine synoptische Darstellung notwendig macht und von der unsere wissenschaftlichen Hilfskräfte Ihnen viel erzählen könnten. Ich komme zum zweiten Punkt. Der Ausgangspunkt, die gesammelten Werke Band 1 bis 4.2, 1968 bis 1990. Bevor ich näher auf das Editionsprojekt in seiner heutigen Form eingehe, zunächst ein paar Worte zu seiner Genese. Unser Projekt schließt an die Printedition gesammelte Werke des Martin Opitz an, die 1968 von dem deutsch-amerikanischen Germanisten George Schulz Behrendt begründet wurde und im Hirsemann Verlag Stuttgart erschien. Bis 1990 veröffentlichte Schulz Behrendt 4 Bände in 7 Teilbänden, die Martin Opitz deutschsprachige wie lateinische poetisch-literarische Werke bis 1630 umfassen. Es fehlten also noch 9 Lebensjahre sowie posthum erschienene Ausgaben, zum Beispiel die weltlichen Poemata von 1639 bzw. 1644. Schulz Behrendt ging nach dem Prinzip erster Hand vor und edierte also grundsätzlich die Erstausgabe der Werke und verzeichnete Änderungen späterer Ausgaben nach den Maßstäben einer historisch-kritischen Edition als Varianten. Außerdem setzte er ein streng am Entstehungszeitpunkt ausgerichtetes Ordnungsprinzip an, sodass einige Gedichte oder dass einige Texte
Zum Beispiel die Trostgedichte in Widerwärtigkeit des Krieges, die 1621 verfasst, aber erst 1633 publiziert wurden, gemeinsam mit Opitz deutlich eher veröffentlichten Frühwerken ediert wurden. Diese sogenannten Altbände zeichnen sich durch eine breite Dokumentation aus, zum Beispiel ausführliche Beschreibung der Drucke, während die inhaltliche Erschließung und Kommentierung der Texte eher schmal ausfallen. Damit komme ich zum DFG-Projekt und zwar zu unserer Arbeitsteilung und unserem Workflow. Ausgehend von dieser von Schulz-Behrendt begründeten Edition wurde 2017 unser Projekt, die Hybrid-Edition der deutschsprachigen Werke des Martin Opitz, bei der DFG beantragt und zum 1. Januar 2018 bewilligt. Wir befinden uns aktuell in der zweiten Projektphase, die noch bis Mitte 2024 andauert. Es handelt sich hierbei um ein Gemeinschaftsprojekt des Hirsemann Verlags, der die gesammelten Werke bis 1990 publizierte, der Universität Tübingen unter der Leitung von Professor Dr. Jörg Robert, Inhaber des Lehrstuhls für Literaturgeschichte der frühen Neuzeit und der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel. An dieser Stelle möchte ich kurz die Arbeitsbereiche der beteiligten Institutionen und unseren Workflow skizzieren. Die Universität Tübingen, mein Arbeitsbereich, war und ist verantwortlich für die Bestimmung der editionsphilologischen Prinzipien der Neubände, die in einigen Punkten von den von Schulz-Behrendt definierten Prinzipien abweichen. Dazu gleich mehr. Wir sind ferner für die Planung und Konzeption der Printedition zuständig, also die Auswahl der Werke und die Bandaufteilung, sowie für die Anfertigung der Transkripte inklusive der Varianten aller autorisierten Drucke und die inhaltliche Erschließung der Texte, also Einleitung, Stellenkommentar und Ähnliches. Die fertigen Manuskripte werden vom Hirsemann Verlag lektoriert, gesetzt und in den Druck gegeben. Die aus dem gesetzten Manuskript der Printedition exportierten HTML-Dateien werden dann an die Verantwortlichen der Herzog-August-Bibliothek übergeben. Wir in Tübingen stellen außerdem zu Zwecken der Registerauszeichnung die finalen Word-Dateien zur Verfügung. In Wolfenbüttel entsteht die digitale Edition, die sowohl die Altbände als auch die Neubände umfasst. Die Moving Wall, also der Zeitraum zwischen der Veröffentlichung der Printedition der Neubände und ihrer digitalen Veröffentlichung, beträgt 2 Jahre. Viertens, die Neubände. Ziele, Herausforderungen und Editionsprinzipien. Zwischen dem Erscheinen des letzten Bandes der Altbände 1990 und dem Erscheinen des ersten neuen Bandes 2021 liegen mehr als 30 Jahre. In dieser Zeitspanne haben sich nicht nur Umbrüche im Bereich der Editionsphilologie ergeben, sondern auch auf dem Feld der Opitz-Edition, die es bei der Neukenntniskonzeption der gesammelten Werke zu berücksichtigen galt. So wurden Opitz' lateinische Schriften inzwischen separat in den lateinischen Werken von Robert Seidel und Veronika Marschall in 3 Bänden ediert. Außerdem erarbeitete Klaus Kronermann eine 3-bändige Edition von Opitz' Briefwechsel. Diese beiden Projekte setzen neue Standards auf dem Gebiet der Opitz-Edition. Sie bieten eine deutlich breitere inhaltliche Erschließung und Kommentierung der Werke und Briefe als die Altbände. Außerdem liegen alle lateinischen Texte, anders als bei Schulz-Behrendt, nun auch in deutscher Übersetzung vor. Schulz-Behrendts Anspruch, alle Werke Opitz, also auch die lateinischen, zu edieren, wurde durch die neue Edition der lateinischen Werke natürlich obsolet. Vor diesem Hintergrund haben wir uns dafür entschieden, ausschließlich die noch nicht edierten deutschsprachigen Werke in die Neubände der gesammelten Werke aufzunehmen. Eine Ausnahme machen wir lediglich bei lateinischen Paratexten, vor allem Vorreden, die zur Bewahrung der Werkeinheit noch einmal abgedruckt, neu übersetzt und ediert werden. Für die Neubände ergab sich vor diesem Hintergrund eine doppelte Zielsetzung. Einerseits ein enger Anschluss an die Altbände mit dem Ziel der Kontinuität, andererseits jedoch auch eine behutsame Anpassung an aktuelle Editionsstandards, die unter anderem durch die moderne Opitz-Edition gesetzt wurden. So folgen wir etwa Schulz-Behrendts Entscheidung für eine strikte Bewahrung der frühneuzeitlichen Graphie und Interpunktion, während wir allerdings das Prinzip erster Hand dort verlassen, wo vom Autor überarbeitete, korrigierte oder erweiterte Fassungen vorliegen. Ein solcher Fall begegnete uns etwa bei der Edition des Lehrgedichts Vesuvius, das 1633 publiziert und in Band 5 der gesammelten Werke ediert wurde. Neben dem Lehrgedicht selbst verfasste Opitz einen wissenschaftlichen Kommentar zum eigenen Werk,
der den Gedichttext immer wieder unterbricht und in dem Opitz beispielsweise auf antike Quellen hinweist, auf deren Wissen er in seinem Gedicht zurückgreift. In einer späteren Version des Gedichts, die Opitz in seiner Sammlung Weltliche Poemata publizierte, ergänzte er seinen eigenen wissenschaftlichen Kommentar um mehrere Zeilen Text, die auch bereits von der Forschung zur Kenntnis genommen wurden. Ein starres Festhalten am Prinzip erster Hand erschien uns hier und öfter nicht sinnvoll. Dasselbe gilt im Übrigen auch für das chronologische Ordnungsprinzip nach Entstehungszeit, das nun von einem Ordnungsprinzip nach Veröffentlichungszeitpunkt abgelöst wurde. Häufig lassen sich die genauen Entstehungszeiträume einzelner Werke kaum noch bestimmen. Dies gilt sogar für umfangreiche Werke wie seine Übersetzung der Second Partie de l'Argenis, auf die ich gleich noch einmal gesondert zu sprechen kommen möchte. Auch auf eine typografische Markierung der Alternanz und Fraktur von Fraktur und Antiqua in den frühneuzeitlichen Drucken, die Schulz-Behrendt noch fortnahm, verzichten wir, da sie in der Antiqua-Type keine Entsprechung hat und bei der Übersetzung in die moderne Edition schon aus Gründen der Leserfreundlichkeit kaum sinnvoll erscheint. Hinsichtlich der inhaltlichen Erschließung der Werke orientieren wir uns insgesamt am Vorbild der lateinischen Werke und des Briefwechsels. Neben einer breiteren Kommentierung, vor allem von Realia und frühneuhochdeutschen Begriffen, versehen wir in den Neubänden jeden Textblock mit einer Einleitung, die grundlegende Aspekte des Werkes erschließt. Dazu gehören zum Beispiel der Entstehungskontext, etwaige Übersetzungsvorlagen, Paratexte sowie die Rezeption. Wir verpflichten uns damit dem Grundsatz Edition als Vermittlung auch mit dem Ziel, die Zugänglichkeit der Edition zu erhöhen, zum Beispiel für Studierende. Hier sehen Sie eine Doppelseite aus einem der Neubände, dem fünften Band. Es handelt sich um das eben bereits erwähnte Lehrgedicht Vesuvius. Das Gedicht selbst, hier, Edierter Text 1, wird immer wieder von Opitz wissenschaftlichem Kommentar unterbrochen, hier Edierter Text 2 auf der rechten Seite. Mittig auf der Seite sehen Sie unseren textkritischen Apparat, in dem wir die Varianten, also alle Textvariationen in allen autorisierten Drucken verzeichnet haben, Apparat 1. Darunter sehen Sie den Stellenkommentar zur jeweiligen Seite unter dem Schlagwort Apparat 2. Bei der Seitenkomposition standen uns vor allem Übersichtlichkeit und eine einfache Handhabbarkeit vor Augen. Wir haben Opitz' eigenen wissenschaftlichen Kommentar daher optisch durch Einrückungen und Leerzeilen von dem Gedicht abgehoben. Wir haben uns außerdem grundsätzlich dafür entschieden, den textkritischen Apparat und den Stellenkommentar synoptisch auf der entsprechenden Seite abzudrucken, um die Lektüre zu vereinfachen und einen schnellen Zugang zum Text zu ermöglichen. Daraus ergibt sich natürlich die Notwendigkeit einer konzisen Vermittlung der Information, also vor allem eine starke Prägnanz des Stellenkommentars, um die einzelnen Buchseiten nicht mit Metainformationen zu überfrachten. Der edierte Text soll im Regelfall mindestens die Hälfte der Seite einnehmen. Hier habe ich für Sie einen Überblick der insgesamt 6 Neubände zusammengestellt, die wir aktuell erarbeiten. Der erste Band der Neubände bzw. der fünfte Band der gesammelten Werke erschien im Januar 2021 und enthält ganz verschiedene kurze bis moderat umfangreiche Texte, die in den Jahren 1630 bis 1633 publiziert wurden. Besonders hervorzuheben wären hier einerseits Opitz Vesuvius und andererseits die Grotius-Übersetzung von der Wahrheit der christlichen Religion. Die Arbeit am sechsten Band der Edition, der die Romanübersetzung der Argenis anderer Teile enthält, befindet sich nun in der letzten Arbeitsphase, dazu gleich mehr. Parallel entstehen dieses Jahr außerdem der siebte Band, der, ähnlich wie Band 5, gemischte Werke aus den Jahren 1632 bis 1640, also bis nach Opitz' Tod, enthält, sowie der achte Band, der sämtliche Psalmübersetzungen Opitz mitsamt der historischen Noten bieten wird. Im nächsten Jahr sind schließlich Band 9 mit der Opitzschen Überarbeitung einer deutschen Arcadia-Übertragung sowie der zweibändigen Epigrammsammlung Florilegium in Band 10 geplant. Im Weiteren möchte ich Ihnen gerne einen direkten Einblick in unsere Arbeit am sechsten Band der Edition geben, der aktuell im Lektorat ist. Also Werkstattbericht, der Argenis anderer Teil. Wie bereits gesagt, handelt es sich bei der Argenis anderer Teil um eine Romanübersetzung von Martin Opitz.
Das französische Original stammt aus der Feder eines wenig greifbaren Autors namens A.M. de Mouchambert und erschien 1625 unter dem Titel La seconde partie de l'Argenis in Paris. Der Titel des Werkes deutet bereits darauf hin, dass es sich um eine Fortsetzung handelt. Der erste Teil stand von dem bekannten schottischen Dichter John Barclay, der 1621, kurz vor seinem Tod, die Arbeit an seinem lateinischen höfischen Staatsroman Argenis beendete, der noch im selben Jahr posthum erschien. Barclays Argenis gilt als einer der ersten und wirkungsmächtigsten Romane der Frühmoderne. Er erzählt die Geschichte des gallischen Königssohnes Polyarchos, der sich in Sizilien aufhält und dort Zeuge einer Rebellion gegen den charakterschwachen König Meleander wird. Innerhalb weniger Jahre wurde das Werk in zahlreiche europäische Sprachen übersetzt, darunter Französisch, Italienisch, Spanisch, Griechisch, Englisch, Deutsch, aber auch Russisch und Polnisch. Neben diesen Übersetzungen motivierte Barclays Roman auch mehrere unautorisierte Nachfolgewerke, zu denen auch Mouchamberts Seconde Partie gehört. Dieser setzt andere Schwerpunkte als Barclays erfolgreicher Erstling. Sie verzichtet zugunsten einer weitläufigen Liebes- und Abenteuergeschichte auf die zahlreichen Diskurse über politische Fragen, die Barclay in seinem ersten Teil insertiert hatte. Martin Opitz, der 1626 bereits Barclays Argenis ins Deutsche übertragen hatte, fertigte auf Bitten seines Verlegers David Müller auch eine Übersetzung des französischen Fortsetzungsromans von Mouchambert an. Diese erschien 1631 unter dem Titel Der Argenis anderer Teil bei seinem angestammten Drucker David Müller in Breslau. Neben der optischen Übersetzung ins Deutsche lag außerdem eine lateinische Übersetzung von dem Theologen und Schriftsteller Johannes Gottfried Ludwig vor, die bereits kurz nach Veröffentlichung des französischen Originals 1626 erschienen war. In Opitz' Werk finden sich keine Aussagen darüber, welche Fassung er seiner Übersetzung zugrunde legte. Allerdings wissen wir aus dem Briefwechsel, dass Opitz bei der Übersetzung von Barclays Argenis das lateinische Original und eine französische Übersetzung vorlagen, die er im Übersetzungsprozess mutmaßlich kontaminierte. Nach zahlreichen exemplarischen Abgleichen der drei Fassungen sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass Opitz hier vom französischen Original der Seconde Partie ausging, allerdings eventuell punktuell auf die lateinische Version von Gottfried zurückgriff. Von Opitz' Übersetzung liegt mit dem Erstdruck 1631 lediglich ein einziger autorisierter Druck vor. Eine Handschrift ist nicht erhalten. Es existieren lediglich zwei posthum erschienene, nicht autorisierte Nachdrucke, die beide 1644 in Amsterdam gedruckt wurden und sich marginal voneinander unterscheiden. Von dem Erstdruck sind nach unserem Wissen 5 Exemplare erhalten. Als Leitdruck, auf dem das Transkript beruht, dient für uns das Exemplar der Herzog-August-Bibliothek. Unleserliche Stellen haben wir mit dem Exemplar aus Breslau und mit dem aus Prag abgeglichen, welches trotz Beschädigung, also zum Beispiel herausgerissenen Ecken, ein verhältnismäßig klares Druckbild aufweist. Bei kritischen Stellen, zum Beispiel einer fehlenden Zeile, haben wir alle Exemplare konsultiert, allerdings sind die erhaltenen Drucke leider alle satzidentisch. Im Laufe unserer Arbeit an der Opitz-Edition haben wir immer wieder festgestellt, dass jeder Text eigene Probleme und Herausforderungen mit sich bringt, seien es Fragen der Darstellung bzw. Darstellbarkeit, abweichende Überarbeitungsstufen, siehe der Vesuvius oder anderes. Die größte Herausforderung bei der Edition dieses Textes war, dass der vorliegende Erstdruck zum Teil grob fehlerhaft, also korrupt ist, wobei diese Fehler aus ganz unterschiedlichen Quellen stammen. Am häufigsten sind sicherlich Satzfehler, wie Sie es hier sehen. Im Druck lautet der Satz: Jedennoch haben wir es nach der Zeit für besser befunden, die Provinzen jenseits der Alpen des Namens Gallien zu entheben und nur denjenigen solchen Titel zu lassen, die von dieser Seite inner dem Scheine, dem Ozean, dem pyrenäischen Gefilde, dem Mittelmeere und den Alpen begriffen sind. Sie sehen bereits, dass wir an dieser Stelle emendierend in den Text eingegriffen haben und Scheine durch Rheine ersetzt haben, vermerkt wird der Eingriff im textkritischen Apparat. Da Opitz' handschriftliche Manuskripte im Prozess der Drucklegung verbraucht wurden, das heißt, uns liegt vor keinem sezuidierenden Text eine Handschrift vor, und da es in diesem Fall auch keine wesentlich verbesserten Nachdrucke gibt, die unautorisierten Drucke von 1644 weisen denselben Fehler auf,
sahen wir uns hier und öfter auf die französische Übersetzungsvorlage zurückgeworfen, der Opitz relativ eng folgt. Dementsprechend emendieren wir die Stelle mit Verweis auf das eindeutige französische Durand. Wir müssen davon ausgehen, dass es sich hierbei um eine Verlesung des Setzers handelt, zumal auf der Folgeseite auch im Druck korrekt rein steht. Dass der Druck von zahlreichen Fehlern dieser Art durchsetzt ist, fiel schon dem Verleger David Müller auf, der in seinem Nachwort an den Leser darauf hinweist, dass sich auch in diesem anderen Teil der Agenis Irrtümer durch Fahrlässigkeit im Setzen eingeschlichen haben. Du wollest aber drum dem Autor die Schuld nicht zumessen oder derer halber das Werk aus den Händen werfen, all dieweil selbe Fehler nicht so übermacht, dass sie nicht durch eines jedwedern aufwacht, dazu ihn der Historien Lieblichkeit und Wichtigkeit aufmuntern soll, aus dem Kontext und Meinung der Rede leichter, weil sie nur in Versetzung etlicher Buchstaben bestehen, empfunden und abgetan werden können. So einfach zu erkennen, wie David Müller hier behauptet, sind diese Fehler natürlich oft nicht. Vor allem dann nicht, wenn aus Verlesungen grundsätzlich sinnhafte Wörter hervorgehen, wie auch hier. Oder Sterbkunst statt Sternkunst, wild statt mild und ähnliche Fälle. Die zweite Art von Fehlern, Druckfehler, also unleserlicher Stellen, wie zum Beispiel hier, ist in Agenis erfreulicherweise relativ selten. Das Druckbild ist überwiegend klar und von Ausfällen sind meist nur einzelne Buchstaben betroffen, die wir sinngemäß ergänzt haben. Wenn eine Stelle in allen von uns konsultierten Drucken nicht leserlich war, haben wir uns allerdings dafür entschieden, ausgefallene Buchstaben, wie hier zu sehen, entsprechend zu kennzeichnen. Eine dritte Art von Fehlern, die uns bei der Kommentierung des Textes begegnet ist, sind Versehen, von denen wir annehmen müssen, dass sie auf den Autor selbst zurückgehen. Ein Beispiel dafür wäre etwa diese Stelle, in der Opitz 5 Herrlichkeiten anstelle von 15 Herrlichkeiten übersetzt. Sowohl die französische als auch die lateinische Fassung geben die auf Caesars De Bello Gallico zurückgehende Angabe korrekt wieder, quins bzw. quindecim. Es ist zwar nicht ausgeschlossen, dass es sich hierbei um einen Satzfehler handeln könnte, allerdings halten wir das Ob der Wortlängendifferenz zwischen 5 und 15 für unwahrscheinlich. Unserer Erfahrung nach sind in solchen Fällen höchstens 1 bis 2 Buchstaben vertauscht, zum Beispiel wie bei Scheine und Reine. Solche und ähnliche Fehler lassen das Prinzip des diplomatischen Abdruckes natürlich an seine Grenzen stoßen. Für uns hat sich aus der hohen Fehlerquote vor allem durch die große Menge an Satzfehlern, die Notwendigkeit ergeben, den Text und den Status der Fehler kritisch zu reflektieren. Daraus folgte die Feststellung, dass der Bezugspunkt unserer Edition nicht der Erstdruck, also der einzige erhaltene Textzeuge, sein kann, sondern die zu rekonstruierende, nicht erhaltene handschriftliche Druckvorlage ist, der Lachmannsche Archetyp, wenn man so möchte. Vor diesem Hintergrund gewinnt der Status der Fehler natürlich an Bedeutung. Während wir bei Verlesungen des Setzers oder Druckfehlern konsequent Emendationen bzw. Konjekturen durchgeführt haben, sind die Versehen, die auf Opitz selbst zurückgehen, auf der anderen Seite Bestandteil der Handschrift. In diesen Fällen haben wir auf ein direktes Eingreifen in den Text verzichtet und im Rahmen eines Stellenkommentars auf die Irrung hingewiesen, zum Beispiel mit Verweis auf die Übersetzungsvorlagen. Eine solche Rekonstruktion der Handschrift kann selbstverständlich nur näherungsweise gelingen. Dennoch bleibt die Reflexion des Textes die Hauptleistung einer kritischen Edition. Und als solche ist die Opitz-Edition ja angelegt. Gerade gegenüber einem unreflektierten Zugriff auf digitalisierte Textzeugen, wie wir ihn inzwischen häufig feststellen müssen. Eine weitere Herausforderung bei der Edition war die weitläufige, schwer nachzuvollziehende Handlungsstruktur des Romans, die natürlich auch eine wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Werk erschwert. Wir haben uns daher dafür entschieden, der Edition bestimmte Materialien beizugeben, die die Erschließung der Texte erleichtern soll. Dabei handelt es sich zum einen um eine Inhaltszusammenfassung, die wesentlichen Handlungsstränge des Romans zusammenfasst und die einzelnen Abschnitte, hier Bücher und Kapitel, über Querverweise miteinander in Verbindung setzt. Hier sehen Sie einen kurzen Eindruck aus unserer Word-Datei, wie wir sie abgeben werden, bezüglich der Länge der Kapitel und der Querverweise. Zum anderen werden wir ein Personenverzeichnis nach dem Vorbild dramatischer Texte beigeben. Der Roman weist, wie Sie hier sehen, eine Vielzahl von Akteuren auf.
zum Teil auf Barclays Agenis zurückgehend, zum Teil von Mouchambert neu eingeführt, die immer wieder unter wechselnden Namen auftreten. Siehe zum Beispiel Anaxilas und Alcidames, also das ist dieselbe Person, allerdings mit unterschiedlichen Namen, Rufnamen. Wir haben außerdem das dem Druck von 1631 anhängende, aber wahrscheinlich nicht von Opitz selbst stammende, Themen-, Sach- und Personenregister aufbereitet, das Sie hier ausschnittsweise sehen. Das heißt, wir haben die angegebenen Seitenzahlen kontrolliert und gegebenenfalls korrigiert, siehe Fußnoten, und inhaltliche Fehler mit Stellenkommentaren richtiggestellt. Zusätzlich zu den Verweisen auf die historischen Druckseiten werden in der Printausgabe Seitenverweise auf die Edition selbst stehen. In dem Kasten oben rechts sehen Sie ein Beispiel für einen Registereintrag zu einer Person. Anders als in unserem eigenen Personenverzeichnis wird hier nicht gesagt, wer die entsprechende Figur ist, also Status, Verwandtschaftsverhältnisse und so weiter, sondern es wird beschrieben, was die Figur im Roman tut, beziehungsweise was ihr geschieht. Wir werden unser eigenes Verzeichnis daher als Ergänzung des bereits existierenden Registers. Auch diese Materialversammlung dient einer Verbesserung der Zugänglichkeit der Edition bzw. des edierten Werkes. So, und nun komme ich zu meinem letzten Punkt, der digitale Opitz. Abschließend möchte ich Ihnen also noch in aller Kürze die digitale Komponente unserer Hybrid-Edition vorstellen, die derzeit von meiner Kollegin Daniela Schulz und ihren Hilfskräften in Wolfenbüttel erarbeitet wird und die diesem Jahr live gehen soll. Hier sehen Sie die Landingpage der Website. Unter den Reitern Das Projekt und Autor und Werk werden Sie, wie der Name schon sagt, grundlegende Rahmeninformationen zum Editionsprojekt sowie den zu edierenden Text und ihrem Autor finden. Das Hauptgeschäft bleibt jedoch die digitale Edition, die Sie unter gleichnamigen Reiter auf der Website finden werden und die nach Website-Launch für alle Interessierten kostenlos zugänglich sein wird. Eine besondere Herausforderung für meine Kollegin Daniela Schulz in Wolfenbüttel war und ist hier, dass die digitale Edition sowohl die von George Schulz-Behrendt herausgegebenen Altbände umfassen soll, als auch die von uns erarbeiteten Neubände. Obwohl wir uns bei der Konzeption derselben möglichst eng an den Altbänden orientiert haben, bleiben die Alt- und Neubände heterogen, sowohl inhaltlich als auch hinsichtlich ihrer Darstellung, wie Sie beispielsweise hier schon visuell deutlich sehen. Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal ist etwa, dass Schulz-Behrendt keine Auftrennung in textkritischen Apparat und Stellenkommentar vornimmt. Es gibt also im Gegensatz zu den Neubänden nur einen Apparat. Eine Frage, die bei der Konzeption der digitalen Edition, da er immer wieder neu verhandelt werden musste, war, wie sich die beiden heterogenen Printeditionen in eine möglichst homogene digitale Edition zusammenführen lassen. In diesem Fall etwa durch eine nachträgliche Auftrennung des Schulz-Behrendtschen Apparats in Variantenapparat einerseits und Stellenkommentar andererseits. Ein weiteres zentrales Thema bleibt die stabile und präzise Zitierbarkeit der digitalen Opitz-Edition. Ein Problem, das zahlreiche andere digitale Editionen nicht zufriedenstellend lösen konnten, da die beliebte Link-Zitation häufig auf viel zu umfangreiche Textabschnitte verweist. Vor diesem Hintergrund haben wir uns dazu entschieden, die digitale Edition mit der Print-Edition zu koppeln, indem wir die Seitenumbrüche der gedruckten Ausgabe in den Fließtext der digitalen Edition mit aufnehmen. Die Print-Edition fungiert hier also im übertragenen Sinne als Anker, wie Sie rechts unten im Bild sehen. Denkbar und grundsätzlich wünschenswert wäre aber natürlich auch die Implementation einer spezifisch für digitale Editionen entwickelten Zitationssystems, etwa über eine Paragraphierung. Zum Abschluss möchte ich noch einmal auf die Landingpage und einen weiteren Reiter zurückkommen. Es handelt sich hierbei um die Kategorie Materialien, unter dem zusätzliche, für die digitale Edition exklusiv erarbeitete Inhalte geboten werden sollen, die über die Print-Edition hinausgehen, welche in ihrem Umfang und ihren Darstellungsmöglichkeiten natürlich stärker eingeschränkt ist. Ein besonderes Highlight dieser Materialsammlungen sollen interaktive Karten sein, die auf historischem Kartenmaterial basieren, das wir im Rahmen eines Projekttreffens in der Herzog-August-Bibliothek handverlesen haben.
Ich möchte Ihnen heute zwei dieser Karten vorstellen. Die erste Karte stammt von Nicolas de Nicolai aus dem Jahr 1544 und bildet den Mittelmeerraum im weitesten Sinne ab, so wie er zu dieser Zeit kartografisch erfasst war. Diese Karte haben wir speziell mit Blick auf Band 6 der Opitz-Edition, der Agenes anderer Teil, ausgewählt. Während Barclays politische Agenes hauptsächlich auf Sizilien verortet ist, ist Mouchamberts Fortsetzungsroman ein genuiner Abenteuerroman, der mit zahlreichen Seefahrten und Schlachten einhergeht. Von Sizilien aus reisen die Akteure nach Gallien bzw. Frankreich, Spanien bzw. Iberien, Tunesien, Ägypten und ins antike Mauretanien, an die Westküste des afrikanischen Kontinents. Die Hauptschauplätze des Geschehens sollen durch die Karte greifbarer gemacht werden, ebenso die Reiserouten der Figuren, die man mit Hilfe einer interaktiven Karte visualisieren und nachvollziehbar machen möchte. Eine weitere historische Karte, die wir in der digitalen Edition bieten möchten, ist diese Karte von Schlesien aus dem Jahr 1720 von Jean-Baptiste Roman, die aktuell von einer wissenschaftlichen Hilfskraft an der Herzog-August-Bibliothek für die digitale Edition aufbereitet wird. Über eine interaktive Nutzerschaltfläche möchten wir Opitz Lebensstation visualisieren, aber auch zum Beispiel die Publikationsorte seiner Werke sowie die Wohnsitze und Aufenthaltsorte seiner Korrespondenzen oder Örtlichkeiten, die in seinen Werken genannt werden. Daniela Schulz hat uns für diese Projektvorstellung freundlicherweise einen kleinen Preview zur Verfügung gestellt, wie diese interaktive Karte des historischen Schlesiens zum Schluss aussehen könnte. Wir sehen hier, dass es die Möglichkeit gibt, zwischen einer modernen Karte, so wie wir sie etwa von Google Maps kennen, und dem historischen Kartenmaterial hin und her zu wechseln. Neben dem historischen Stadtnamen wird folglich auch die heute gebräuchliche Bezeichnung aufgeführt. Zusätzlich findet man Informationen darüber, in welchem Band der Opitz-Edition der Ort erwähnt wird. Über einen Link ließe sich an dieser Stelle direkt auf das entsprechende Werk verweisen. Mit dieser kleinen Vorschau auf die digitale Edition und spezifisch die interaktive Karte Schlesiens möchte ich meinen Vortrag schließen. Ich hoffe, Ihnen allen unser Editionsprojekt zu Martin Opitz ein wenig näher gebracht zu haben und freue mich auf Ihre Anmerkungen und Fragen zum Projekt. Vielen Dank. Ja, Frau Janssen, vielen Dank. Aus meiner Sicht ein sehr spannender Vortrag. Also man kann sich kaum vorstellen, dass eine Edition eine so spannende Arbeit auch sein kann. Sie sind wie eine Investigativjournalistin vorgegangen, muss man fast sagen. Und das ist auch Ihre Arbeit. Also ich fand es ganz, ganz toll. Herzlichen Dank. Und ich gebe die Diskussion frei. Also bitte stellen Sie Fragen oder diskutieren Sie mit. Ja, ich glaube, Sie sind alle so oder sehr viele von Ihnen in dem Projekt involviert, sodass Sie, glaube ich, Genau. Ja, die perfekten Kenntnisse haben. Also ich habe sie nicht, deswegen darf ich, gut, dann traue ich mich, die erste Frage zu stellen. Und zwar, also mich hat das, die Stelle hat mich sehr interessiert, wo Sie gesagt haben, Frau Janssen, dass Sie, es geht um den Roman Argenis, wenn ich richtig verstanden habe, dass es in Europa noch 5 Exemplare vorhanden sind in den Bibliotheken. Ja. Und jetzt für Sie ist immer das Exemplar in Wolfenbüttel das Ausschlaggebende oder das Erste, was Sie jetzt in Betracht ziehen. Und genau. Sie haben gesagt, bei einigen Stellen müssen Sie alle 5 Exemplare konsultieren. Und Ja. Wie schaut das jetzt in der Praxis aus? Wie machen Sie das? Sie fahren, glaube ich, nicht jetzt sofort nach Breslau oder nach Prag, wenn Sie da eine Stelle entdecken, die unklar ist. Wie machen Sie das ganz rein technisch? Also ja, das ist gar nicht so einfach, das stimmt. Wir arbeiten meist mit den Wolfenbüttler-Exemplaren, da die Herzog-August-Bibliothek ja unser Partner ist und wir die Drucke deshalb relativ zügig und umsonst bekommen. Wir haben auch eine bibliothekarische Hilfskraft in Wolfenbüttel, die sich darum kümmert, wenn wir Digitalisate aus anderen Universitätsbibliotheken oder Staatsbibliotheken benötigen. Jetzt in dem spezifischen Fall bei dem Prager Exemplar hatten wir Glück, das war online zugänglich. Also es gab ein Digitalisat, das wir
mit findigem Googlen dann irgendwann finden konnten. Mhm. Das Breslauer Exemplar, das war schwerer zugänglich. Das haben wir ganz praktisch, haben wir einen Mikrofisch aus München bestellt. Also von der LMU München, die haben sozusagen ein Mikrofisch-Exemplar des Breslauer Exemplars. Das war cool. Sozusagen, das war einfach der leichtere Weg in diesem Fall. Mhm. Und genau, dann die beiden letzten Bibliotheken habe ich persönlich kontaktiert. Also ich habe dort angerufen und habe gefragt, wenn es nur um einzelne Seiten eines Buches geht, sind die Bibliotheken, wenn sie auch hören, dass es um eine Edition geht, sind sie meistens sehr bereit, Fotos, also einfach mit dem Handy zu machen und zu schicken. Also so haben wir jetzt da. Also ganz, ganz unkompliziert, ja? Also sogar mit Handy geht das. Ja, ja. In dem Fall ging es so. Ja, also es sind nicht alle nicht alle Bibliotheken so kulant und so kooperativ, aber jetzt, also gerade wenn es, wenn man keine Drucke aus dem Ausland braucht, ist es deutlich einfacher. Wir haben jetzt gerade das Problem, dass wir auch noch Druck aus der British Library in London brauchen und das ist schon komplizierter. Mhm. Ja. Ah ja, danke schön. Das ist wirklich nett zu hören, dass das auch auf eine unkomplizierte Art und Weise geht, ab und zu. Ja. Ja, allerdings. Bitte weitere Fragen. Ja, ich hätte noch sehr viele Fragen, muss ich ehrlich sagen, weil Sie sind, glaube ich, alle involviert, ich nicht, oder die meisten von Ihnen zumindest. Es kommt eine Frage, Entschuldigung, von Frau Dröse. Jetzt sehe ich die im Chat. Also Frau Dröse schreibt, mich würde noch interessieren, ob man zum Beispiel schlesischen Dialekt bei Opitz findet und ob das gegebenenfalls kommentiert wird in der Edition. Ach, das würde mich auch sehr interessieren. Ja, man findet zum Teil dialektale Ausdrücke. Also er Opitz bemüht sich darum, ein sehr reines Deutsch zu verwenden. Mhm. Deshalb vermeidet er es grundsätzlich schon, zum Beispiel schlesische Ausdrücke zu benutzen. Aber man findet sie immer wieder. Was hatte ich jetzt als Beispiel? Vor 2 Tagen habe ich nochmal unseren Stellenkommentar durchgelesen und da gab es das heimliche Wetter. Das heißt, das schöne Wetter, vielleicht ist es den Schlesiern auch bekannt, da habe ich tatsächlich dann auch im Deutschen Wörterbuch den Hinweis gefunden, dass es sich hierbei um einen dialektal-schlesischen Ausdruck handelt. Und der wird dann natürlich auch kommentiert, da das heimliche Wetter für einen heutigen Leser natürlich nur noch bedingt verständlich. Ja, allerdings. Ach ja, sehr, sehr interessant. Mhm, okay. Bitte, weitere Frage. Wir haben auch bei YouTube, haben wir auch, ihr habt gesehen, 6 Teilnehmer. Vielleicht gibt es da auch Fragen. Ich schaue schnell nach, jetzt sehe ich es. Also jetzt gerade nicht. Ja. Ja, also wie gesagt, mich würde auch interessieren, Frau Janssen, warum jetzt die Argenis als Staatsroman bezeichnet wird. Ist das jetzt der Einfall von Berkeley? Also aus welchem Grund hat er den Roman so genannt? Ist schon sehr, sehr, sehr eigenartig, würde ich sagen. Er selbst hat den Roman nicht so genannt, aber die Forschung hat ihn im Nachhinein so genannt. Also es handelt sich um einen höfisch-historischen Roman. Also es geht um Politik. Was wichtiger ist allerdings, es handelt sich um einen Schlüsselroman. Das heißt, die Figuren, die Akteure sind oft anagrammatisch verschlüsselt und stehen für historische Persönlichkeiten. Mhm. Und es werden dadurch auch politische Fragen diskutiert, politische Verhältnisse gespiegelt und das macht ihn im Endeffekt zum Staatsroman. Also das ist der Grund, warum er so genannt wird. Ja. Alles klar, danke schön. Ja.
Also Frau Dröse und Herr Professor Robert müssen sich jetzt verabschieden. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ja, ich schreibe das auch noch schnell. Ich kann vielleicht auch kurz die Gelegenheit nutzen und all unseren Hilfskräften danken dafür, dass sie heute dabei sind. Besonders möchte ich gerne auch nochmal Alena Schwitter und Katharina Fuchslocher begrüßen, die beide im OPITZ-Projekt seit mehreren Jahren angestellt sind, schon seit ihrem zweiten oder dritten Bachelorsemester. Ah ja, ganz toll. Ja, und ich möchte unserer Mitarbeiterin Frau Wagner auch danken. Sie macht den ganzen technischen Support, ja. Sie ist unsere neue Mitarbeiterin. Ja, und jetzt darf ich an die Hilfskräfte oder an Sie fragen, sind Sie jetzt alle in Tübingen oder in Wolfenbüttel zum Teil? Wir sind in Tübingen. In Tübingen, also alle jetzt, die jetzt, ah ja, okay. Ja. Das sind alles die Tübinger. Ja, prima, prima. Also ich darf Sie auch, vielleicht nutze ich die Gelegenheit und mache ein bisschen Werbung für unser Netzwerk. Also Sie können Frau Janssen fragen, wie das so ist. Also Frau Janssen, glaube ich, kann es bestätigen, dass jetzt nicht allzu zeitaufwendig und es gibt keine formelle Mitgliedschaft. Also Sie können einfach dabei sein, wenn Sie möchten, und wir treffen uns online etwa 6-mal im Jahr, und auch etwa 6-mal im Jahr gibt es Vorträge. Also jeder von Ihnen kann auch einen Vortrag halten, wenn Sie möchten. Und der Höhepunkt in diesem Jahr wird eine Tagung in Berlin sein, im Mitte Juni. Mitte Juni, da ist, glaube ich, auch ein Kind dabei. Ja, also Mitte Juni haben wir eine Tagung in Berlin, und da werden die Mitglieder eingeladen. Und wir sind jetzt, wir haben Gott sei Dank einen vermögenden Förderer, und dieser Förderer wird auch die Tagung finanzieren, sodass Sie nur eine ganz geringe Gebühr zahlen müssen, 30 Euro, aber sonst ist die ganze Tagung frei. Und das werden junge Leute sein, also so wie Sie alle hier. Und wir erwarten, dass es, wir hatten letztes Jahr schon im Oktober in Stuttgart einen Workshop gehabt, und jetzt machen wir eine richtige Tagung, und Sie können sich auch ganz kurzfristig anmelden, also ganz ohne Formalitäten, wie bei den Erwachsenen-Tagungen. Natürlich, wir sind alle erwachsen, aber wie bei den ganz ernsten Tagungen. Also herzliche Einladung. Ja, Frau Janssen, gut, ich hätte noch so viele Fragen, aber ich will dir jetzt das nicht verlängern. Also ich fand es sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Also jetzt ich stelle die Fragen vielleicht mal auch, ich schreibe es Ihnen einfach. Ja, auch die zu den beiden Landkarten, weil ich bin nämlich, also die Homansche Karte, die hängt bei mir auch in der Wohnung. Ah. Nun, also die Karten, das ist wieder ein Thema für sich. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, vielleicht sage ich nur so, ich mache Sie ein bisschen neugierig. Jeder von diesen Karten ist ein einmaliges Exemplar in der Welt. Ein einmaliges Exemplar. Weil die wurden, das sind Kupferstiche, und die wurden praktisch produziert auf dieser Kupferplatte. Und das waren eigentlich Teile von Atlanten. Diese Atlanten, das waren riesige Atlanten, in Wolfenbüttel sicher auch vorhanden. Ja. Also ich habe solche Atlanten in der Bayerischen Staatsbibliothek in München gesehen. Riesige Dinge, das sind vielleicht 1 Meter lang und 80 Zentimeter breit, wiegen 15 bis 20 Kilo, und die wurden leider jetzt von den Antiquaren ausgeschlachtet. Also die werden praktisch als Einzellandkarten verkauft. Ne? Weil es ist leichter, so eine einzelne Karte zu veräußern als so ein riesen Atlas. Und das Einmalige an diesen Karten ist, wie gesagt, dass sie dann an die Käufer, wurden die Atlanten damals verkauft, und die Käufer gaben dann die Atlanten zum besonderen Werkstätte, wo sie dann erst Farben bekommen haben. So dass praktisch jedes Exemplar ist, also als sie jetzt die Kupferplatte verlassen haben, waren alle identisch. Ja. Allerdings dann, bei den Besitzern, wurden sie dann individualisiert, würde man heute sagen. Ja, also es ist einmalig, wirklich einmalige Geschichte. Also ich habe auch ein besonders schönes Exemplar von dieser Homanschen Karte. Da habe ich Glück gehabt. Ja, sehr also schön. Genau, ich kann es vielleicht beim nächsten Mal hier auch präsentieren. Ja, Frau Janssen und alle Gäste, alle Teilnehmer, herzlichen Dank für Ihre Anwesenheit und für Ihre Teilnahme. Und
Ja, war, also mir hat es, war sehr, also Frau Janssen, ich sage ganz so, ja, salopp, es war super, ja, vielen Dank. Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss. Zum nächsten.